Ausflug wird Ihnen präsentiert von Turbo. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Top-Ausflug. Heute steht bei mir Deutsch, Mathematik und Französisch auf dem Stundenplan. Und zwar im Schulmuseum Mühlebach zu Amriswil. Ich darf neben mir Hans Weber begrüßen. Er ist Leiter vom Schulmuseum da zu Amriswil. Herr Weber, wieso gibt es genau ein Museum da? Das Museum gibt es, weil eine Gruppe von Amriswilerinnen und Amriswiler Mitleid hatten mit dem alten Schulhaus Mühlebach. Das wollte man nämlich abreissen. Und man hat dann Denkmalpflege eingeschaltet und die hat das Gefühl gehabt, das Haus ist erhaltenswert. Und darum steht das Haus noch. Und dann haben wir das Problem gehabt, was macht man mit einem alten Schulhäuschen, das erhalten bleiben sollte. Und was zeigen Sie alles in diesem Schulmuseum? Die Aufgabe für unser Museum ist ja, Schulgeschichte zu sammeln, zu bewahren, zu vermitteln und auch noch zu forschen in diesem Bereich. Und entsprechend zeigen wir im Museum alles, was eben die Schulgeschichte dokumentiert und bildhaft zeigt. Was macht den Leuten am Museum am meisten Eindruck? Also da kommt man Eindruck über, wie ein Thurgauer Schulzimmer 1920, 30, 40, 50 ungefähr ausgesehen hat, mit der Bank, der ganzen Ausstattung, mit den Wandtafeln, mit dem Zellrahmen, mit dem Harmonium, mit den Bildern an der Wand etc. etc. Was mir aufgefallen ist, als ich reingelaufen bin, ist das spezielle Geschirr da hinten. Können Sie mir erklären, was das genau ist? Ja, sicher. Das ist der Geradehalter vom Herr Fürst, der 1883 in Deutschland entwickelt worden ist. Und der Hintergrund war, dass man festgestellt hat, dass die Kinder immer mehr Haltungsschäden haben. Und genau wie heute hat man hier der Schule den Auftrag gegeben, etwas dagegen zu machen. Also das war eine präventive Massnahme von der Schulmedizin. Anders als vielleicht die anderen Museen kann man da wirklich den Gegenstand anlangen und sich wirklich wie nochmal in die Schule zurückversetzt fühlen. Was bieten Sie in diesem Bereich vielleicht gerade für Besucher an? Das Angebot ist gross. Wir probieren uns auch möglichst Wünsche der Besucherinnen und Besucher zu erfüllen. Da im alten Schulzimmer geht es natürlich vor allem zum Schulklassen etwas zeigen. Wir wollen einen kleinen Eindruck erwecken, wie früher die Schule vor sich gegangen ist. Im Besonderen schreiben wir hier häufig schreiben mit den Kindern. Die Unterstufe auf Schiefertafeln mit dem Griffel, ab der Mittelstufe mit Federhalter, Stahlfedern, Tinte auf Papier. Manchmal noch kombiniert mit der alten deutschen Kurrentschrift. Also der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Jetzt hat es ja da wirklich ein paar schöne Schätze aus alten Zeiten. Wie sind Sie zu denen gekommen? Wo der Entscheid gefällt war, dass wir hier ein Schulmuseum einrichten wollten, war das erste grosse Problem, uns überhaupt einmal ein Objekt zu beschaffen. Wir hatten nämlich gar nichts, außer ein paar alte Schulbänke und eine Spitzmaschine. Also haben wir alle Schulen im Thurgau angeschrieben, alle Lehrpersonen, und haben gesagt, gehen du in Estrich, ab in den Keller und bringen alle Grümpel, die ihr dort findet, wenn ihr irgendetwas mit Schule zu tun hat, auf Amriswil. Das hat sehr gut funktioniert. Darum sind also in kurzer Zeit, in den ersten zwei, drei Jahren, gegen 30'000 Objekte zusammengekommen. Man merkt aus dem Gespräch Ihre Leidenschaft für das Museum. Woher kommt die? Ja, es freut mich natürlich, wenn Sie da Leidenschaft spüren bei mir. Ob das so ist, weiss ich nicht. Es ist einfach so, dass ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit auf allen Stufen unterrichtet habe. Vor allem 35 Jahre an der Kantonsschule zu Romanshorn, und zwar Geschichte und Deutsch. Also da ist mir die Schulgeschichte natürlich eigentlich dann ziemlich nachgelegen. Und darum habe ich auch ja gesagt, wo mich angefragt hat nach der Pensionierung, da vermehrt mich für die Sache zu engagieren.
Danke vielmals für die ersten Ausführungen, Herr Weber. Ich gehe mich jetzt im Museum noch ein bisschen umschauen. Neben der Dauerausstellung gibt es immer wieder eine Wechselausstellung. Herr Weber, was ist im Moment aktuell? Die Ausstellung, die Sie im Moment sehen, steht unter dem Thema Ansichtssache, das Bild in der Schule. Wir wollen also zeigen, wie Bilder in die Schule, vor allem mit Schulbüchern, eingekommen sind, wie das man es gebraucht hat als Anschauungsmaterial. Was hat sich verändert im Laufe der Jahre mit Bildern in den Schulbüchern? Lang sind die Schulbücher reine Textbücher gewesen, ohne Bilder. Bilder sind erst nach und nach, nämlich so nach 1860, 70, langsam in die Bücher gekommen. Was hat denn der Öpfel mit dieser Ausstellung zu tun? Es geht in dieser Ausstellung um Bilder. Und hier an dieser Wand ist sozusagen der theoretische Hintergrund von diesem Thema. Wir wollen hier zeigen, wie das Verhältnis zwischen der Realität, also die Realität ist der Öpfel, und das Bild wäre der Schatten, den Sie dort an der Wand sehen. Also Bilder sind nach Platon eigentlich wie der Schatten von der Realität. Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Schulmuseum hier in Amriswil? Ja, wie Sie wissen, Frau Amati, sind wir ja sozusagen ein privates Museum. Darum gehört es für mich als Stiftungspräsident zu der Hauptaufgabe, für die Beschaffung der finanziellen Mittel zu sorgen. Und da sind natürlich Besucherinnen und Besucher ganz ein wichtiger Faktor. Also müssen wir uns anstrengen, dass wir auch in Zukunft möglichst attraktiv, interessant sind für unsere Gäste. Danke vielmals, Herr Weber, für die spannende Führung durchs Museum. Frau Amati, ich danke meinerseits für die interessante Begegnung mit Ihnen. Und das Museum freut sich natürlich über einen Haufen neue, interessierte Besucherinnen und Besucher. Adi, Herr Weber. Der heutige Tag hätte von mir eine glatte 6 verdient. In diesem Sinn gibt es für Sie zuhause jetzt noch die Bewertung. 3 Sterne gibt es in der Kategorie Anreise. Zum Beispiel von Winterthur aus geht es ein bisschen mehr als eine halbe Stunde direkt mit dem Zug auf Amriswil. Und weiter mit dem Bus bis zu der Haltestelle Mühlebach. Wenige Gratisparkplätze sind vor dem Schulmuseum vorhanden. 4 Sterne gibt es in der Kategorie Preis-Leistung. Das Museum ist jeden Mittwoch und Sonntagnachmittag offen und der Eintritt ins Museum ist für Einzelpersonen gratis.
Führungen für Schulklassen oder sonstige Gruppen sind jederzeit auf Voranmeldung möglich. 3 Sterne gibt es in der Kategorie Erlebnis. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Erinnerungen an die Schulzeit. Im Schulmuseum erkennt man den ein oder anderen Gegenstand wieder und erlebt die Geschichte der Schweizer Schulen hautnah. Sie haben es gehört, die Schule ist aus und damit sind wir auch am Ende vom Top-Ausflug. Ich freue mich nächste Woche wieder auf Sie um die gleiche Zeit. Ade miteinander. Ausflug ist Ihnen präsentiert worden von Turbo.